Wenn man sich mit Game Design und auch Gamification auseinandersetzt, stößt man meistens irgendwann auf Bartels Spielertypen. Ich finde es als eine spannende Theorie und es zeigt einem gut, wie man mit Nutzergruppen umgehen kann, aber es ist trotzdem so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bevor ich jetzt zu viel verrate, schau einfach mal ins Video rein. Hallo, ich bin Indra. In meinem Kanal geht alles um User Experience. Wenn du also mehr darüber lernen möchtest und keines meiner neuen Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und betätige die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst. Bartels Spielertypen sind Nutzerprofile verschiedener Spieler, die bei einem Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, also auch kurz MMORPG, eingesetzt werden können, um die verschiedenen Motivationsfaktoren von Spielern zu klassifizieren. Sie werden häufig auch in Gamification eingesetzt. Warum das nicht ganz so optimal ist, erkläre ich jetzt gleich. Richard Bartle hat in den späten 70er Jahren ein Spiel mitentwickelt, was ein sogenanntes MUD-Spiel ist, also Multi-User-Dungeon. Dies ist der Grundstein der heutige MMOs oder wie gesagt, ein MMO ist eine Abkürzung für MMORPG, also Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, was sowas wie zum Beispiel ein World of Warcraft ist. Also das heißt, ein Spiel, wo ganz viele Spieler zusammen online sind, gemeinsam in einer Spielwelt interagieren und auch gemeinsam Herausforderungen angehen, aber auch gegeneinander kämpfen. Es zeigt schon, es gibt verschiedene Aufgaben in diesen Spielen. Diese Spiele sind häufig sehr groß und die Aufgabenvielfalt ist sehr breit. Und das Ganze lässt sich tatsächlich auf diese Spielertypen von Bartle zurückführen. Und zwar, bevor ich weiter groß um den heißen Brei herumrede, stelle ich jetzt mal die vier verschiedenen Spielertypen vor. Und zwar haben wir den Killer, den Achiever, den Socializer und den Explorer. Diese vier Spielertypen unterscheiden sich in erster Linie anhand eines Koordinatensystems. Auf der Y-Achse haben wir die Werte, ob der Spieler agiert oder reagiert. Und auf der X-Achse haben wir, ob er mit der Welt interagiert oder ob er mit den Spielern interagiert. Und daraus entwickeln sich diese vier Spielertypen. Das heißt, bei einem Killer ist es so, er agiert, also er ist aktiv im Spiel mit den Spielern, weil ein Killer ausmacht, dass er davon motiviert wird, andere Spieler zu dominieren. Das heißt, er ist tatsächlich davon getrieben, mit anderen Mitspielern im Wettkampf zu sein und dabei zu gewinnen. Er will besser als der andere Spieler sein, ganz plump gesagt. Er will einfach gewinnen. Dann haben wir wiederum auch auf der hohen Y-Achse so gesehen, also auch ein agierender, ein aktiver Spieler, der aber mehr mit der Welt interagiert, das ist der sogenannte Achiever. Wie der Name schon sagt, jagt der Achiever Herausforderungen hinterher. Er möchte etwas erreichen. Das heißt, so wie der Name eben auch schon sagt, man kann diesen ganz leicht mit Achievements packen. Also wenn man diesen Spieler sagt, sammel jetzt bitte 100 Blumen, dann sammelt dieser Spieler 100 Blumen und ist dabei total dabei, weil er will ja dieses Achievement holen. Es geht dabei weniger darum, besser als andere Spieler zu sein, sondern sich eher wie so ein Pfadfinder die ganzen Abzeichen zu holen und eben einfach alles zu haben, diese Komplettheit. Dann haben wir rum, wenn wir auf die negative Y-Achse gehen, also das Reagieren, haben wir zum einen auf der Weltseite den Explorer. Das heißt, der Explorer ist auch gerne in der Welt unterwegs, aber ist nicht so wie der Achiever, dass er etwas hinterherjagt. Er ist eher der, der die Story, also die Geschichte erfahren möchte, der die Welt sehen möchte und was ihn sehr stark motiviert ist, Dinge zu finden, die vielleicht nicht jeder findet. Also so ein bisschen hat es auch was von Achieving, aber so dieses, ich habe das Easter Egg gefunden, ja, dass diese kleine Kleinigkeit, die der Entwickler im Spiel versteckt hat. Das sind Sachen, die Explorer motivieren. Wie eben natürlich auch toll ausgefeilte Grafiken und schön gestaltete Geschichten. Der letzte in der Runde ist der, der reagiert, aber eben auf Spieler. Das ist der Socializer. Der Socializer, wie der Name auch hier wieder sagt,
wird davon motiviert, mit anderen Spielern zu interagieren. Ihm geht es einfach um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Spielen mit anderen, um das Interagieren mit anderen. Das heißt, er ist überhaupt kein Singleplayer, er will am liebsten mit anderen spielen. Klingt alles auf den ersten Blick auch wiederum sehr logisch, vor allem wenn man so Spiele betrachtet, die in die Kategorie MMORPG fallen. Das Spannende an den Spielertypen ist aber vor allem die Abhängigkeit miteinander. So kann beispielsweise ja ein Killer nie alleine stehen. Also er hätte ja niemanden, mit dem er killen könnte. Er ist kein Singleplayer. Aber wenn ein Spiel nur aus Killern bestünde, wäre das auch nicht gut für die Spieler, weil ja es immer einen Gewinner geben muss und die anderen dann mit der Zeit immer frustrierter werden, wenn es immer einen Gewinner gibt. Deswegen ist es von Vorteil, wenn das Spiel auch Socializer hat, die es toll finden, mit den Killern zu spielen, aber vielleicht nicht so schlimm finden, wenn sie mal verlieren. Es ist aber natürlich wiederum blöd, wenn es zu viele Killer gibt, die den Achiever stören bei ihrer Arbeit, ja, weil sie vielleicht aufhalten, während sie irgendwas einsammeln. Das heißt, man muss auch gucken, dass die Killer die Achiever irgendwie in Ruhe lassen. Aber sie müssen natürlich auch den Achievern irgendwie helfen, weil es gibt vielleicht auch Achievements in dem Bereich, wo man gegeneinander kämpfen muss. Genauso bei den Explorern. Wenn die Explorer zu sehr gestört werden von den Killern, dann nervt sie das auch bei ihrer Arbeit. Die Achiever brauchen aber wiederum die Explorer, um die Welt besser kennenzulernen und um ihnen zu helfen. Und die Socializer halten auch alles wie so ein Kleber zusammen. Und genau das ist, finde ich, das super Spannende an dieser Theorie, dass die Nutzergruppen nicht alleine stehen, sondern dass man ein gutes Verhältnis in seinem Spiel für diese Nutzergruppen braucht und auch entsprechende Mechaniken bauen muss, um den verschiedenen Motivationen dieser Spielergruppen gerecht zu werden. Aber jetzt habe ich ganz viel über Spieltheorie und Game Design und all sowas geredet. Und du denkst jetzt vielleicht, oh, was erzählt ihr mir denn eigentlich mit MMORPGs? Kann ich eh nicht verstehen. Ich will doch eigentlich nur User Experience machen. Ja, stimmt. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass das Ganze auch was mit Gamification zu tun hat. Und deswegen rede ich auch hier darüber, weil ich darauf hinweisen will, dass man die Bartel-Spielertypen, die eine interessante Theorie sind und ein gutes Beispiel, wie man Nutzergruppen einsetzen kann und wie man von Nutzergruppen lernen kann und wie man damit sein Spiel gestalten kann, eben damit sein Produkt. Wichtig ist auch, es sind keine Personas, es sind Nutzergruppen. Wir haben nicht ausdefinierte Personen an dieser Stelle, die für etwas stehen, sondern es sind wie gesagt Nutzergruppen. Aber sie sind für einen ganz speziellen Kontext erstellt worden. Für MMORPGs. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt. Und deswegen heißt es auch, dass ich diese nicht eins zu eins auf Gamification übertragen kann. Deswegen ist es eben teilweise auch schwierig bis nicht erfolgreich, wenn ich einfach nur irgendeine Rangliste an mein Produkt ranklatsche. Zum einen wissen wir von den Spielertypen, dass diese miteinander zu tun haben und man sich gegenseitig braucht, um motiviert zu werden. Zum anderen habe ich aber auch erzählt, dass es eben nur für diesen speziellen Fall MMORPGs gemacht wurde. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Nutzungskontext. Und zwar haben wir eine Welt, mit der die Leute interagieren können. Darauf basieren die Spielertypen. Und die meisten Anwendungen, die wir benutzen, indem wir Gamification dranflanschen, sage ich jetzt mal so unnett, haben meistens keine Welt. Das heißt, in dem Fall kann ich die Spielertypen eigentlich überhaupt nicht einsetzen. Das Dranflanschen ist auch noch so eine Sache bei Gamification. Gamification wurde eine Zeit lang, als es ein bisschen gehypt war, so als Allheilmittel gesehen und wurde halt einfach dran gepackt. Wenn man jetzt etwas entwickelt, kann man natürlich auch das Ganze um eine Mechanik drumherum bauen und es dadurch natürlich wirken lassen. Sachen funktionieren dann, wenn sie dem Nutzer einen Mehrwert geben, wenn er in seiner Aufgabe dadurch unterstützt wird. Und das sollte auch das Ziel von Gamification sein, dass es die Arbeit erleichtert. Ich habe bereits ein Video über Flow gemacht, was man tun muss, um den Nutzer in den perfekten Zustand zu heben. Schau doch unbedingt mal rein, es ist vielleicht auch zum Thema Gamification interessant.
Ansonsten hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar unten, was du zu Gamification oder Bartelspielertypen denkst. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und abonniere doch meinen Kanal, damit du keine meiner neuen Videos mehr verpasst.